Hallo, ihr Lieben. Ich bin mal wieder zurück mit einem Shop-Update. Lang genug hat es gedauert. Es tut mir ein bisschen leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. Das letzte war ja geplant vor Ostern noch und jetzt haben wir trotzdem schon Mitte Juli oder schon fast Ende Juli. Hat alles nicht so geklappt. Uns hatte ja Covid eingeholt, das Männchen und mich. Von dem her hat sich, und dann hat sich das ja alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Also das Männchen ist dann nochmal mit seiner Gürtelrose krank geworden. Anyway, das hatte ich jetzt im letzten Video auf der Terrasse ja schon mal ein bisschen angesprochen. Ich zeige euch mal, ich habe so ein paar Sachen für euch wieder gepackt. Vor allem eben Wundertüten wieder. Das ist ja das, worauf ihr wirklich Bock habt, muss ich sagen. Also da freue ich mich wirklich, dass die von euch so gut angenommen werden. Ich habe auch ein, zwei Handmades noch dazu und eine Wundertüte, ein Anführungszeichen Wundertüte, die zu meinem neuen momentanen Lieblingsthema passt. Alle, die mich in der letzten Zeit verfolgt haben oder verfolgen, wissen ja, dass ich so im Junk Journal momentan angekommen bin und auch im Designteam von der lieben Luise Heinzel bin. Und von dem her habe ich gedacht, vielleicht ist ja jemand da draußen, der mit mir angefangen hat oder der eben auch noch nicht so lange dabei ist oder vielleicht noch gar nicht angefangen hat und vielleicht aber Bock drauf hätte, und sich jetzt aber nicht tausende von Materialien selber beschaffen möchte, sage ich jetzt mal. Kommen wir aber später nochmal drauf, denke ich. Also wir fangen jetzt mal einfach mit den ersten Sachen an. Ich habe hier schon mal zwei Sachen liegen, die bei euch immer, immer, immer gut ankommen. Und zwar sind es Chaosmischungen, Perlen-Chaosmischungen, in zwei verschiedenen Ausführungen. Es sind auch noch Perlenmischungen farbsortiert im Shop. Und zwar habe ich euch momentan keine sortierten neu gepackt, aber es sind noch ein paar von den letzten Farbzusammenstellungen da. Schaut einfach mal im Sale nach. Die habe ich euch alle vom Preis nochmal runtergesetzt. Oder auch im Reiter Perlenmischungen. Wir schauen uns dann den Shop nochmal an. Ich zeige euch das alles dann nochmal ein bisschen genauer. Aber das hier sind jetzt eben ganz neue Sachen, die ich euch wieder gepackt habe, beziehungsweise auch die kennt ihr ja schon. Zum einen gibt es hier eine Chaosmischung, wie eben immer. Da kann wirklich alles drin sein, ne? Also ihr seht schon, hier sind auch mal Metallteile drin. Hier ist so eine wunderschöne, die habe ich gar nicht gesehen, so eine wunderschöne goldene Perle mit drin. Hier sind auch mal so Flatbacks, Kabos oder was auch immer drin. Das ist also so die Chaosmischung, die ihr das letzte Mal unglaublich gut angenommen habt. Deswegen habe ich gedacht, packe ich euch mal noch ein paar. Die findet ihr jetzt neu im Shop. Und dann habt ihr, also Perlenmischungen bei mir ja immer 50 Gramm, ne? Also immer 50 Gramm. Natürlich nicht 50,00, sondern mal 52, mal 53. Wenn ich noch irgendwas dann rumliegen habe, wo ich sage, boah, die müsste vielleicht noch mit rein, dann sind es auch mal 55 Gramm. Und das Gleiche habe ich euch hier nochmal in so kleine wunderschöne Organza-Säckchen gepackt. Und zwar sind das alles Glasperlenmischungen. Also hier sind wirklich rein nur Glasperlen drin. Auch ganz verschiedene Ausführungen. Ich denke, man kann es so ein bisschen erkennen, aber es soll ja auch so ein bisschen eine Überraschung sein. Also ich habe auch nicht jedes Produkt oder jede Mischung einzeln bei den Chaosmischungen einzeln abfotografiert. Ihr bekommt dann eben, also das sind dann nur Beispielabbildungen und ihr bekommt dann halt eine Chaosmischung mit jeweils mindestens 50 Gramm drin. Das habe ich euch wieder gepackt, weil ich eben weiß, dass der ein oder andere richtig drauf steht. Dann habe ich euch hier noch einzelne Sachen mit abgepackt und zwar sind das Mixe von Lünetten. Ich habe eine rein silberne Mischung, ich habe eine rein goldene Mischung und eine Mixmischung. Also das sind dann so Multicolor Bicolor Lünetten drin. Es sind jeweils 9 Stück, also immer, ne, 9 silberne, 9 goldene und 9 Durcheinander, Farbdurcheinandermischungen. Auch da können die Zusammenstellungen unterschiedlich sein. Also auch das ist eher so wie eine Wundertüte. Habe ich gedacht, ist vielleicht im Moment ganz gut, weil dieses UV-Harz und Kunstharz allgemein ja momentan sich wieder, wenn man mal Pinterest aufmacht, sieht man ja immer wieder neu aufpoppen, was hier eben mit Kunst und UV-Harz neu gemacht wird. Vielleicht hat der ein oder andere Lust drauf, sich hier ein paar Mischungen nach Hause zu holen.
Ist halt immer ganz schön. Also es sind keine Doppelten drin. Es ist ein zufälliger Mix, aber es sind keine Doppelten drin. So habt ihr eben die Chance, dass ihr eben nicht bei irgendjemanden, hier China-Händlern oder wie auch immer, euch fünf von jeder Sorte kaufen müsst oder so. So habt ihr neun verschiedene Lünetten auf einem Haufen quasi. Also ich denke, sollte jedem klar sein, wie ich das jetzt gemeint habe. Passend zu den Lünetten habe ich euch neue Dekomixe gepackt. Es sind neue Einleger reingezogen und reingewandert. Auch die hatte ich ja schon mal in so kleinen Döschen. Kommen wir später nochmal dazu. Zeige ich euch dann später nochmal. Das hier sind aber neue Glasperlenmischungen. Neue Gläschen, in denen neue Einleger drin sind. Es sind Strasssteinchen mit drin. Es sind manchmal auch kleine Kapos mit drin. Also da, es ist immer ungefähr das Gleiche drin, aber eben kann auch mal ein Sternchen mehr drin sein im rechten und im linken ist halt dafür ein. Also hier sind zum Beispiel kleine Schleifchen. Ich weiß nicht, ob man das so Kabo-Schleifchen, ob man das so genau sieht. Einfach Dekomixe eben zum Gestalten von den Lünetten habe ich euch wieder gepackt. So, und dann war es das tatsächlich schon mit den Einzelteilen. Wie schon gesagt, die alten Perlenmischungen habe ich euch im Preis runtergesetzt. Wir gehen dann aber einfach nochmal durch den Shop miteinander und dann zeige ich euch noch ein bisschen was, was auch neu geworden ist. Vielleicht hat es der ein oder andere ja schon auf YouTube gesehen. Schauen wir uns dann noch gemeinsam an. Wir haben jetzt hier die Wundertüten noch. Es sind viereinhalb, sage ich jetzt mal, vier fürs UV-Harz und fürs Perlenbasteln und eine eben, wie schon gesagt, fürs Junk-Journalen. Wir fangen mit der ersten einfach mal an. Und zwar ist das die hier. Das ist die älteste, also die, die wirklich am längsten schon fertig gepackt hier liegt, weil die einfach für Ostern hätte sein sollen. Und das tut mir ein bisschen leid, aber es hat sich einfach nicht ergeben, beziehungsweise waren wir dann ja einfach krank gewesen. Wir holen mal die Sachen miteinander raus. Ich zeige euch mal, was ihr hier drin habt. Ihr seht es aber ein bisschen schlechter dann auch noch im Shop. Ich nenne sie halt jetzt nicht mehr die Osterwundertüte, sondern es ist halt jetzt so ein bisschen die Hasenwundertüte. Aber trotzdem sind ja tolle Sachen mit dabei. Das ist die kleinste, glaube ich. Ich denke, das müsste die kleinste sein. Und zwar bekommt ihr, ich denke, man kann es so ein bisschen erkennen, aber ich halte es noch mal ein bisschen näher in die Kamera. Ich habe euch hier mal, wäre für Ostern halt süß gewesen, ne? Häsi und Kügi, mit einem kleinen Erdbeerkuchen. Das sind Post-its. Fand ich mal ganz cool. Auch die Rückseite kann auf jeden Fall noch verwendet werden. Hier sind so schöne Sonnenblümchen mit drauf. Das sind kleine Post-its in Hasen- und Küken-Optik eben. Und um da drauf schreiben zu können, bekommt ihr hier diesen süßen Hasenkuli. Also wie schon gesagt, es wäre halt alles für Ostern echt schön gewesen. Aber der Stift schreibt auch nach Ostern noch tatsächlich. Also ne, hier ist so ein Karottenkuli, auf dem hier hinten so ein kleiner Häsi reitet. Ich finde die mega süß. Einmal die hier. Dann habe ich euch hier mal drei so Mini-Verpackungstütchen eingepackt. Die sind, ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt die alle. Die sind relativ klein, aber ihr habt dann so Hasenohren zum Verschließen, ne? Also da habe ich euch mal ein paar mit eingepackt. Dann habe ich euch wunderschöne Glasperlen mit eingepackt. Die sind, ich sag mal, braun und haben so pinke und türkisfarbene Spritzlackierungen, ne? Also so durchzogen. Warum hatte ich die mit eingepackt in die Osterwundertüte? Weil es für mich auch ein bisschen aussieht wie Ostereier. Normalerweise heißt die Perlenform Oliven, aber es sieht halt auch so ein bisschen aus wie Ostereier. Deswegen sind die hier mit in der Wundertüte. Und wenn wir schon mal bei den Ostereiern sind, den hole ich euch mal raus. Guckt mal, das wäre eben so die zu Ostern der Anhänger gewesen, weil der einfach. Also er ist wunderschön, ne? Er ist riesengroß. Und er sieht eben aus wie so ein Osterei. Da kann man, wenn man ein bisschen geschickt damit ist, auch ein bisschen mit UV-Harz noch drauf rumklecksen. Hallo, hier bin ich. Ja, also das hier wäre so der 10. Artikel gewesen. Es sind aber, weil ich jetzt eben nicht möchte, dass ihr sagt, das alte Zeug verkauft sie uns jetzt, ne? Das Osterzeug verkauft sie an Weihnachten. Sind es jetzt eben nicht nur 10 Sachen, sondern eben 11. Positionen. Das heißt, der ist dann halt so das Goodie, sage ich jetzt mal. Dann habe ich euch hier ein paar Ohrstecker eingepackt. Die sind super süß. Das ist auch ein tolles Tütchen. Also das ist so ein Hartgummi, also so ein, ne, Gummitütchen. Guckt mal, hier sind kleine
Häsi-Ohrstecker in Gold. Die habe ich euch mit eingepackt. Wer jetzt Allergien auf irgendwelche Metalle, nicht Edelmetalle hat, würde ich jetzt vielleicht abraten. Aber alle, die mit Modeschmuck zurechtkommen, überhaupt gar kein Problem. Ich hatte die gleichen an Ostern tatsächlich. Dann habe ich euch hier drei so Holz-Osterhasen. Ich sage immer Osterhasen, es sind halt Hasen. Man muss sie ja nicht, ich meine, Hasen sind das ganze Jahr süß, ne? Man muss sie ja nicht für Ostern verwenden. Also hier sind drei Hasenperlen von unten nach oben zu fädeln, aus Holz mit dabei. Farbzusammenstellungen, wisst ihr ja, sind immer zufällig. Weiter habe ich euch hier so Hasen-Acrylanhänger mit eingepackt. Die bekommt ihr mit dazu. Natürlich dürfen Hasen-Kabos nicht fehlen, zweierlei, ne? Hasen-Kabos habe ich euch mit eingepackt. Einen Hasen-Charm-Mix, das sind sogar emaillierte mit dabei. Ich glaube, es sind fünf verschiedene mit jeweils zwei. Guck mal, hier ist sogar so ein schöner schwarzer emaillierter, ne? Zwei Stück mit dabei. Ob ihr euch jetzt Ohrringe draus macht oder was auch immer, guck mal, hier ist auch der Alice-Hase mit dabei. Also einer von den Alice-Hasen. Seht ihr den hier unten? No, also ein Charm-Mix. Und ich habe euch drei Lünetten mit eingepackt, drei Hasenlünetten, unterschiedliche. Hier ist so ein goldener, der gerade springt. Hier haben wir einen silbernen Sitzenden und dann so ein silbernes Hasi-Zepter. Ne? Also wie nennt man denn das? Halt so einen Hasenstab. Also drei Lünetten habt ihr auch noch mit. Genau, das ist die kleine, jetzt nicht mehr Ostern, sondern Hasen-Wundertüte. Ist jetzt schon im Shop. Wer Interesse hat, einfach rüberwandern und die Hasen-Wundertüte suchen. Wie an Ostern. So, wenn wir schon mal bei den Tierchen sind, bleiben wir auch bei den Tierchen gleich. Die habe ich jetzt hier schon zugeklebt. Das ist ja selten dämlich, oder? Die nächsten Tierchen sind keine süßen Häschen, sondern es sind Bienen. Also die heißt Wundertüte Bienen. Ich schütze mal aus. Wartet mal. So, und die ist jetzt für so UV-Harzbastler auch schon ein bisschen was. Er bekommt nämlich hier eine von diesen Wabenmolds. Ich finde die ziemlich cool. Da bekommt ihr eine. Ich habe die jetzt hier in der Originalverpackung drin gelassen, weil ich bei den Molds immer so ein bisschen Angst habe, dass Fusseln rankommen. Also bitte entschuldigt, dass ich euch das noch nicht nochmal extra neu eingepackt habe. Man muss ja auch nicht Müll produzieren, wo man es vermeiden kann. Von dem her ist das jetzt einfach hier in der Originalverpackung noch drin. Die bekommt ihr, um damit zu arbeiten, also mit UV-Harz arbeiten zu können, habe ich euch passend zum Thema Bienen eben ein gelbes Pigment eingepackt. Und weil ich finde, dass das eben auch nahe am Gelben ist, bekommt jeder ein kleines schwarzes Organza-Säckchen, wieder, ne, passend zu den Bienen, schwarz-gelb. Oder Bienen sind ja erst eher braun-gelb, ne? Aber ich habe euch hier einen von meinen selbst angemixten goldenen Chunky Glitters mit eingepackt in so einem schönen Glasfläschchen. Übrigens, wenn ihr sagt, ihr wollt eben dann den Glitter, dass ihr ihn besser verwenden könnt, dann umpacken, dann könnt ihr ja dieses kleine Glasfläschchen auch noch als Anhänger weiter befüllen oder verarbeiten. Ich denke, wir haben schon mal ein Video miteinander gemacht, wo wir hier so ein Glasfläschchen dekoriert haben. Wenn nicht, vielleicht kommt das dann in der nächsten Zeit noch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, dass wir mal so ein kleines Glasfläschchen vielleicht mit UV-Harz wieder gestalten. Dann habe ich euch einen kleinen Blümchen. Also was gehört zu Bienchen? Es gehören Blümchen zu den Bienchen. Ich habe euch hier einen kleinen Kabomix an Blümchen eingepackt. Ne? Ganz unterschiedliche Formen und ganz unterschiedliche Farben, die ihr vielleicht zum Ausdekorieren von diesen Molds eben auch oder von den Formen, also bitte nicht die Mold ausdekorieren, sondern die Form erst herstellen und dann vielleicht ein bisschen Blümchen und Bienchen mit draufsetzen. Kann echt schön ausschauen. Wenn wir schon mal bei Kabos sind, ihr bekommt noch hier vier von diesen Bienenkabos mit dazu, also in dieser Form. Und ich habe euch aber die hier auch noch mit eingepackt. Ich finde die hier wunderschön. Die haben so einen Goldeinzug. Seht ihr das? Also hier so, ne? Die sind so, haben so goldene Verzierungen auf den Flügeln und hier an den Streifen. Ich finde die super, super schön. Ich glaube, es ist im Hintergrund relativ viel los, dass der Fokus nicht so richtig mitmacht, aber ich denke, man kann es so ein bisschen erkennen. Also die finde ich echt schön, wenn man die dann auf so eine Mold draufsetzt, kann richtig geil ausschauen. Wo machen wir denn weiter? Ich habe hier noch ein paar Stoffblümchen. So ein paar Stoffblümchen mit eingepackt. Die können wir auch zum Verzieren gut hernehmen. Und dann habe ich euch Perlen eingepackt. Einmal habe ich euch hier schwarze Acrylperlen eingepackt, um einfach ein bisschen Gebamsel vielleicht noch herstellen zu können.
Des Weiteren passend eben zum Thema, ne? Wir sind wieder bei Schwarz-Gelb, habe ich euch hier Waben-Acrylperlen eingepackt. Also die haben wirklich so eine Wabenform, eben wie halt für Bienen eigentlich ganz cool. Hier habt ihr noch einen Mix an 8 mm Glasperlen. Ich glaube, es sind 20 Stück. Wartet mal. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, genau. Es sind 20 Stück. 20 Glasperlen. 8 mm. Alle in Gelbtönen. Immer zwei Stück. Zwei unterschiedliche. Und dann haben wir hier noch ein paar Charms und ein bisschen Metallteile. Hier haben wir einen Wabenverbinder, auf dem eben so eine kleine Biene drauf rum sitzt, ne, da, um eine Kette einfach schön herzustellen. Und dann habe ich euch hier zweierlei Bienchenperlen, Metallperlen eingepackt. Die sind auch von unten nach oben zu fädeln. Die habt ihr einmal in Silber und einmal in Gold in dieser Wundertüte. Dann habe ich euch ein paar goldene Charms mit eingepackt, weil ich eben, ne, auch das goldene Glitter eingepackt habe. Habe ich mir gedacht, passen dann die goldenen Bienchen-Charms gut dazu. Ich denke, das kann man auch so ein bisschen erkennen. Die kann man sich dann als Gebamsel schön noch mit ranhängen. Und diesen Anhänger finde ich ja super schön. Guckt mal, der hat auch noch die Biene in den Flügeln, hat die noch Strasssteine mit drin und sitzt hier auf dieser Blume. Die hat eine Öse hinten, ne? Also dieser Anhänger hat eine Öse hinten dran. Ich finde den traumhaft schön, ne? Mit diesem Goldeinzug und mit diesem Strass dann in den Flügeln finde ich super schön. Ja, das hier ist eben die Bienchen- und Blümchen-Wundertüte. Dann haben wir hier schon die nächste Wundertüte und zwar ist die eigentlich rein fürs UV-Harz basteln, außer jemand sagt, ich möchte den großen Lünettenmix tatsächlich verwenden, um es als Anhänger zu nehmen. Ich meine, nur weil man jetzt nichts mit UV-Harz zum Beispiel macht, kann man ja diese Lünetten trotzdem als Anhänger verwenden, ne? Also die müssen ja nicht unbedingt gefüllt werden. Wenn sie schöne Formen haben, haben wir halt einen Anhänger. Und zwar gibt es einen Lünettenmix in unterschiedlichen Farben und Formen. Und zwar sind es 15 Stück. Also ihr bekommt gleich 15 unterschiedliche Lünetten. Wir können es ja vielleicht mal ausschütten miteinander, dass wir mal so ein bisschen durchgucken können. Haben wir es jetzt bei den letzten nicht gemacht. Also bei den einzelnen Lünetten hier oben. Guck mal, also das wäre jetzt zum Beispiel einer dieser Mixer. Auch die sind unterschiedlich, ne? Also es kann mal, wenn jetzt jemand zwei von diesen Wundertüten kauft, kann schon mal sein, dass eine doppelte drin vorkommt, aber prinzipiell sind sie unterschiedlich. Also ich gebe jetzt keine Garantie, dass wenn ihr zwei Wundertüten kauft, dass ihr ein Pärchen findet oder wie auch immer. Aber guck mal, es sind doch echt schöne Formen dabei, muss man doch mal sagen, oder? Also ihr habt klassische Leerformen, sage ich jetzt mal, wie hier die zum Beispiel, auch hier die Luftballons oder hier, ne, so Leerrahmen, wo ihr sagt, okay, da kann ich prinzipiell selbst gestalten und selbst tätig werden. Ihr habt aber auch Motivformen, wie hier dieses coole Eis, diesen coolen Cupcake, auch den kann man sich vielleicht als Eis noch gestalten jetzt, ne, so wenn man ein Sommeralbum oder wie auch immer im Urlaub ist. Also es ist ja sowieso relativ viel Sommerliches dabei. Hier, ne, so ein maritimes Teilchen, die sind auch immer sehr schön, ne? Das sind die, wo dann außenrum der Rand noch verziert ist oder dann halt hier dieser Fuchs. Also ihr seid gut ausgestattet, sag ich mal, mit unterschiedlichen Formen. 15 Stück sind es immer. Dann habe ich euch jeweils in jede Wundertüte zu den 15 Lünetten jeweils drei Pulverpigmente eingepackt. Auch da ist die Farbzusammenstellung unterschiedlich. Das heißt, wenn da jemand zwei von diesen Wundertüten kauft, habt ihr auf jeden Fall sechs unterschiedliche Pigmente. Ich liebe Pulverpigmente. Ich komme mit den flüssigen nicht so gut klar, weil ich immer das Gefühl habe, dass das Flüssige von den Pigmenten mir das Harz so sehr verdünnt, dass es eben oft schmiert oder nicht richtig fest wird. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen das sind. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher auf Pulverpigmente oder eher auf Flüssigpigmente seid. Ich liebe eben einfach Pulverpigmente und da bekommt ihr gleich drei Stück zu den 15 Lünetten noch dazu. Dann habe ich euch hier diese Dekofolien mit eingepackt, jeweils zwei Stück. In dem Fall sind es jetzt auch die sind unterschiedlich. In dem Fall sind es hier jetzt eben diese coolen Kakteen, finde ich eigentlich mega. Also nicht eigentlich, finde ich ganz cool, ne? Also solche zurechtschneiden. Ihr seht dann auch, also ihr müsst jetzt nicht hier direkt am Rand schneiden. Also wenn man das mal so ein bisschen sieht hier.
Ihr müsst nicht direkt an den Rändern schneiden. Im UV-Harz verschwindet dieses Transparente dann, bei mir hat es bis jetzt immer gut geklappt, verschwindet dann dieses Transparente auf jeden Fall im UV-Harz. Also auf jeden Fall, ne, bei mir. Und hier diese wunderschönen Vintage-Uhren sind in dem Fall eben jetzt drin. Aber wie schon gesagt, die können auch unterschiedlich sein. Mal ist eine Maritime dabei. Also es sind halt Wundertüten, Leute, ne? Also ich kann jetzt nicht jede einzeln zeigen. Es ist ja, soll ja ein bisschen eine Überraschung auch sein. Sonst könnte ich die Produkte auch einzeln in den Shop setzen und dann würdet ihr halt sehen, was ihr da bekommt. Und dann habe ich euch hier so ein kleines Tütchen noch mit eingepackt. Das lasse ich jetzt mal drin. Bekommt eben zwei Chunky Glitter. Na, ich mach's auf. Also, ihr bekommt hier zwei Chunky Glitter. Warum habe ich da jetzt grün und pink verwendet? Weil ich einfach finde, die passen mega gut hier zu den Kakteen und Sukkulenten, was da nicht alles drauf ist. Da passen doch diese zwei Glitter einfach unglaublich gut dazu. Die hier bekommt ihr und dann bekommt ihr noch zweimal Einleger. Einmal habe ich euch hier so Totenkopfeinleger eingepackt. Die passen jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber das bekommt ihr auch. Und hier sehen wir jetzt dieses Döschen, was eben unterschiedlich ist zu diesen Glasfläschchen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Also einmal habt ihr, ne, das sind neue Einleger. Das heißt, es können natürlich Überschneidungen sein, ne? Also dass hier drin das gleiche ist wie hier. Aber hier sind einfach noch zusätzlich andere mit dabei. Genau. Und in der Wundertüte bekommt ihr eben so ein kleines Döschen mit Einlegern und Verzierungen aus Metall und anderen Werkstoffen. Boah, das habe ich jetzt aber richtig gestelzt ausgedrückt. Das wird also die Wundertüte UV-Harz werden. Ich habe mir vorhin so überlegt, es kommt da noch ein kleines Goodie dazu. Verrate ich jetzt aber nicht. Das ist dann eine kleine Überraschung. So, und dann habe ich hier noch eine relativ große Wundertüte. Also von der Größe her ist sie ziemlich gleich wie die Osterwundertüte, aber vom Inhalt her ist es ein bisschen mehr diesmal und ein bisschen anders. Auch hier für UV-Harz und Perlenbastler. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe überhaupt nichts mit UV-Harz am Hut und möchte einfach nur die Perlen haben, ja, dann gebt halt diese Mold einfach weiter. Ihr bekommt einmal, auch die habe ich in der Originalverpackung tatsächlich gelassen, aber ich denke, man erkennt sehr gut, was es ist. Die ganze Wundertüte dreht sich eben so ein bisschen um Totenköpfe. Also es sind auch andere Sachen, aber ich habe eben jetzt mal so eine Totenkopf-Wundertüte gepackt, die vielleicht auch mal ein bisschen was ist, dass man vielleicht mal für den Mann was basteln kann, ne? Also wir finden alle Pink und Rosa und was weiß ich, Gebamsel und Chunky Charms und sonst was gut. Aber unsere Männer lassen wir immer irgendwie ein bisschen außer Acht. Vielleicht ist hier mal ein bisschen was dabei, dass die Männer auch mal was von unseren Bastelaktionen haben. Und zwar eben diese etwas größere, also ne, wenn man sie mal so auf die Hand legt, etwas größere Mold zum Herstellen mit UV-Harz geht, aber auch mit Epoxidharz. Hier Totenkopf mit Herzchenaugen. Dann habe ich diesen mega geil. Ich finde den so grandios. Guck mal, das ist hier so ein bronzefarbener Anhänger, also wirklich auch relativ großer Anhänger mit diesem ausgeprägten Totenkopf und der ist eben hinten hohl. Der ist eben, ne, hier sieht man es. Also ich finde den einfach nur krass, wenn man dem jetzt noch zwei Glitzersteinchen mit in die Augen setzt. Ich liebe diesen Anhänger. Hier haben wir noch einen großen Anhänger. Da haben wir einen Anker, einen großen silbernen Anker mit einem Totenkopf drauf. Finde ich auch super schön. Wo machen wir denn mal weiter? Ich habe hier auch noch so einen kleinen Mix-Einleger, so eben Kabos. Das sind so Metallkabos, die aber hinten aufgefüllt wurden mit Harz, denke ich. Also ich denke, dass es Harz ist. Also ihr könnt sie plan verwenden. Nicht, dass jetzt jemand Angst hat, dass das eben geprägte Dinger sind, die hohl sind. Nee, die sind hinten mit Harz tatsächlich aufgefüllt und können ganz normal aufgeklebt werden. Sind nicht ultra dick. Das heißt, die können vielleicht auch fürs Papierbasteln verwendet werden. Habe ich noch nicht selber ausprobiert, ist mir gerade erst so eingefallen. Sehr, sehr cool. Dann machen wir mal mit den Perlen weiter. Und zwar bekommt ihr hier so einen Mix aus Totenkopfperlen tatsächlich. Ne? Also die sind von unten nach oben eben auch zu fädeln. Dann, wenn wir schon mal bei Totenkopfperlen sind, guckt mal, hier ist noch ein Mix an Metalltotenkopfperlen, auch von unten nach oben zu fädeln in zwei verschiedenen Ausführungen. Als Spacer immer ganz grandios.
Dann habe ich euch hier, das sind Glasperlen, so schwarze Glasperlen mit so einem, ja, wie so Oil Slick obendrauf, aber mal in blauem Oil Slick, ne? Also so bläulich, grünlich, gelblich. Also nicht hier dieses lila-rosa Teil, also nicht den lila-rosa Slick, also so wie wir es hier haben, ne? Also hier ist relativ viel Lila mit dabei. Das ist so eine ganz große Acrylperle. Ich fand die jetzt einfach passend. Also da ist jetzt kein Totenkopf oder so drauf, aber ich fand die einfach von der Zusammenstellung ganz passend mit dabei. Die hier bekommt ihr. Dann habe ich euch hier noch ein schwarzes Organza-Säckchen mit eingepackt. Und zwar sind da 8 mm, wie heißen sie denn? Lavaperlen mit drin. Guckt mal. Die liebe ich, ja. Ich liebe diese Lavaperlen, weil sie einfach so schön unregeln. Obla, Entschuldigung. So schön unregelmäßig sind. Also manchmal muss man dann sich sogar das Fehlloch suchen. Also sie haben alle ein Fehlloch, ne? Aber ich liebe die. Und die sind eben jetzt in 8 mm auch mal für einen Mann, für ein Armbändchen oder sonst irgendwas. Also so ein Gummischnalz, wie sie ich hier halt auch anhab. Da können vielleicht die Männer dann auch ein bisschen was damit anfangen mal. Die packe ich euch mit ein. Und dann habe ich euch hier Knöpfe eingepackt. Also das sind hier hinten so Schlaufenknöpfe, die man aber auch perfekt über ein Lederband drüber ziehen kann. Also ich habe es ausprobiert. Ne? Also dann hat man sie, kann man sie als Schiebeperlen auf einem Lederband verwenden. Also hier so Totenkopfknöpfe in Acryl. Und hier haben wir noch einen goldenen, noch goldene Charms, Totenkopf-Charms, dass man eben auch was Goldenes mal damit machen kann. Und hier habt ihr noch ein kleines Beutelchen. Da sind nochmal vier unterschiedliche Sachen drin. Einmal habt ihr hier ein 2 mm schwarzes Lederband. Wie ich eben vorhin schon gesagt habe, nehmt euch einfach mal so einen Knopf, ne? So einen Knopf und dann hier das Lederband durch. Klappt wunderbar. Hab's ausprobiert. Ist immer mindestens 1 Meter, also ne, halt wieder meine, genauso wie bei den Perlenmischungen, keine 50 Gramm drin sind, sondern 52, 54 Gramm drin sind, ist das kein Meter, sondern es ist halt 1,2 Meter, 1,4 Meter, irgend sowas. Und dann habe ich euch das gleiche nochmal in Braun eingepackt. Da finde ich, ich finde halt einfach, dass zum Beispiel Bronze besser zu Braun als zu Schwarz passt. Das heißt, seid hier einfach kreativ und versucht hier einen coolen Anhänger oder eine coole Kette draus zu machen. Dann habe ich euch hier so ein Bügelbild mit eingepackt, auch wieder ein Totenkopf-Bügelbild. Und hier habe ich euch 6 so Labelsticker noch mit eingepackt. Die sind alle gleich mit so Sugar Skulls unten drauf. Finde ich auch ganz cool, um einfach mal eine Post zu verschließen. Ne? Sind selbstklebend, also Sticker halt. um entweder eine Post zu verschließen oder einfach eine kleine Nachricht auf irgendwas noch drauf zu kleben, kann man hier beschreiben. 6 von diesen Labelstickern. Genau. Das war eben die Wundertüte zum Thema Totenköpfe. Wie schon gesagt, ich finde es einfach ganz cool, vielleicht auch mal für Männer so ein bisschen was draus zu machen. Würde mich sehr interessieren, falls irgendjemand Lust drauf hat, damit zu basteln oder damit schon gebastelt hat. Zeigt mir doch gerne auf Instagram, verlinkt mich doch gerne auf Instagram und zeigt mir, was ihr damit gemacht habt. Die liebe Manu macht das schon ganz fleißig. Manu, vielen, vielen Dank, dass du mich da so brav, na brav vor allem, dass du mich da so aktiv verlinkst. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre, dass mit meinen Sachen und mit meinen Ideen was gearbeitet wird. Manu, vielen Dank dir. Grüße in die Hauptstadt, also in meine Hauptstadt. ich pack das weg und dann haben wir tatsächlich noch eine Wundertüte und ein bisschen was Handmade. Zeige ich euch gleich. So, und dann ist das jetzt das, von dem ich schon am Anfang gesprochen habe. Ich bringe sie in der Höhe gar nicht richtig ins Bild. Von dem her lege ich sie euch jetzt mal hier so ein bisschen quer rein, dass ihr mal so ein bisschen einen Überblick habt, was da alles sich drin versteckt und verbirgt. Und zwar ist das jetzt alles Material, wo ich sagen würde, da kann man so sich im Junk Journal mal ein bisschen ausprobieren. Sicherlich ist es jetzt nicht dafür gedacht, dass ein komplettes Journal draus entstehen kann, aber vielleicht habt ihr ja einfach einen Designer, wo er sagt, da gefällt mir ein Digipaper richtig gut. Also, ne, wenn ihr, ich bin halt einfach Jünger von Luise Heinzel, das ist halt einfach so, ich mag sie als Mensch unglaublich gerne und ihre Papiere sind einfach grandios. Es gibt momentan auch schon wieder ein neues. Schaut einfach bei ihr im Shop mal mit vorbei. Ich verlinke ihn euch auch gerne nochmal mit unten. Und wenn euch da so ein Digipaper gefallen sollte, dann schreibt sie an. Bei Etsy kauft einfach dieses Digipaper und nehmt vielleicht das einfach mit dazu her, dass ihr so einen Grundstock an Materialien habt. Jeder hat zu Hause doch, also jeder Scrapper sowieso hat doch zu Hause Papiere, die er dann einfach selber nochmal gestalten kann. Vielleicht einfach buntes Kopierpapier. Also seid einfach, Junk Journal heißt einfach, nehmt euren ganzen Papiermüll,
Schau den durch und guckt einfach, ob ihr, also ihr müsst jetzt nicht, ne, ich habe jetzt hier gerade einen Fetzen liegen. Also das ist so ein kleiner Fetzen Papier. Den könnte ich jetzt nicht mehr wegschmeißen. Ne? Früher hätte ich den als Scrapper, hätte ich den genommen, zusammengeknüllt, ab in den Müll, was soll ich damit noch verwenden? Aber das hier ist einfach ein wunderschöner Fetzen Seidenpapier. Das heißt, ne, jeder hat zu Hause irgendwas, wo er im Junk Journal mit verwenden kann, also was er im Junk Journal mit verwenden kann. Und ich gebe euch hier einfach so eine kleine Grundausstattung aus vielleicht auch ein paar älteren Sachen mit, dass ihr einfach sagt, ich probiere es mal aus, da ist jetzt nicht viel kaputt gegangen, ich probiere es mal aus. Ich zeige euch mal ganz kurz, also ihr bekommt hier zum Beispiel so eine Doppelseite, wie heißt das? Karten eben aus einem alten Atlas sind das Karten, da passen die Grenzen auch schon überhaupt nicht mehr. Ihr bekommt hier selbstgefärbtes Papier, also Kaffee- und Teegefärbtes Papier ist dabei. Ich packe euch hier mein Knisterpapier mit ein. Hier habt ihr 3 Seiten Transparentpapier. Dann einfach mal so ein paar andere Papiere. Das ist ein technisch Zeichenpapier, das auch nicht jeder so zu Hause hat. Kalenderblätter, da habt ihr dann die Möglichkeit, einfach die Zahlen auch einzeln zu verwenden. Hier hinten sind nochmal alte Buchseiten mit so alter Schrift. Das sind ich weiß jetzt bloß, es ist so schön eingepackt momentan, es hält so gut. Hier sind so kleine Collagen und kleine Bildchen mit drauf, mit alten Sprüchen und Texten, Notenpapier, alte Buchseiten in unterschiedlichen Größen. Hier ist aus einem Gesangbuch so ein bisschen, also dieses so ganz feines Papier. Hier aus einem Naturführer habt ihr hier so Bildchen, Tiere, Wesen und hast du nicht gesehen? Ich packe euch große Spielkarten mit ein. Also da können wir vielleicht mal eine rausholen. Das sind hier so große Spielkarten, die man entweder als Tag oder als Ordered Playing Card mit verwenden kann. Ne? Also sowas packe ich euch mit ein. Hier bekommt ihr einen dicken, fetten, also dicken, fetten, aber einen Umschlag mit einer guten Handvoll Briefmarken. Ich weiß nicht, wer mein Video gesehen hat. Ich habe mal bei eBay einen großen Karton Briefmarken gekauft. Hier packe ich euch welche mit ein. Der ist schön mit Washi zusammen gemacht. Und hier unten habe ich dann, also das hier, die Verpackung selber, habe ich aus Packpapier gemacht. Die werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch mal miteinander machen. Jetzt fällt mir hier vorne alles raus. Also das ist eine selbstgestaltete Verpackung aus ganz normalen Backpapier. Die sind hier, hinten seht ihr es, die ist mit Brads verziert, aber auch die könnt ihr euch rausmachen und könnt die zum Weiterverbasteln machen. Also die haben nichts mit der Stabilität, haben wirklich nur diese 4 Brads hier zu tun. Also diese 4, ihr seht überhaupt nur 2. Also diese 4 müsstet ihr drin lassen, wenn ihr die Tasche behalten wolltet. Alle anderen könnt ihr euch hier ganz normal rausfriemeln und könnt sie zum Weiterverbasteln nehmen. Und jetzt sind mir hier vorne schon ein paar Sachen rausgefallen. Hier habe ich euch in so einem kleinen Tütchen Metallteile eingepackt. Die lasse ich jetzt mal zu. Also das sind eben kleine bronzefarbene Metallteile unter anderem mit drin. Da haben wir uns hier vorne, habe ich da so eine kleine Tasche noch kreiert. Ne? Also wer Bock hat, mal so ein Täschchen zu machen, bitte in die Kommentare schreiben. Dann machen wir da mal eine Anleitung dazu. Hier habe ich euch so ein bisschen Juteband auch wieder mit einem Brad zusammengehalten zum Weiterverbasteln mit eingepackt. Hier baumeln so ein paar Ösen mit dran, also so ein paar goldene Ösen, die ihr dann auch nehmen könnt, um Eyelets zu setzen. Hier habe ich euch, schaut mal, mit der Nähmaschine so ein paar Sticker in Transparentpapier eingepackt. Das sind alles so ein bisschen Vintage-Sticker, habe ich euch damit reingesteckt. Hier bekommt ihr nochmal mini kleine Spielkarten. Okay, das Muster hier hinten drauf konnte ich jetzt nicht wählen, leider, als ich es besorgt habe. Aber hier sind eben so ganz, ganz, ganz kleine Spielkarten mit drin. Müsst ihr halt die Rückseite selbst gestalten, dass es eben schön zu eurem Projekt passt. Und hier habe ich euch nochmal so Label-Sticker eingepackt, auch mit Washi-Tape umwickelt, dass ihr ja locker auch noch weiter verwenden könnt. Ja. Also das hier, ich glaube, es sind über fast, also wenn ich wirklich jede Öse und jedes Metallteil und jeden Sticker einzeln sehe, sind es, glaube ich, über 50 oder 60 Einzelteile. Ich glaube sogar noch mehr. Also ne, sind es ganz viele Teile. Und ihr bekommt hier diese handgemachte Tasche noch mit dazu. Also das steckt hier alles einfach drin. Hält auch schön. Bei dem Verpacken muss ich mal ein bisschen gucken, ob das in die Kartons so reinpasst. Gegebenenfalls könnte es sein, dass ich das hier oben so ein bisschen knicken muss, aber ein Junk-Journaler kommt dann damit zurecht. Und da habe ich eben unterschiedliche Ausführungen. Guck mal,
Das sind einfach die Breads immer anders. Also wenn ihr jetzt im Shop gucken solltet, ne, die Breads sind einfach das, was die Farbe ausmachen. Also vom Inhalt ist es, also ich habe natürlich hier nur einmal Russland, ne, an Karten. Da sind halt die Alpenländer jetzt mit drin. Da habt ihr aber, also habe ich wenig Einfluss und ihr halt auch wenig Einfluss. Aber prinzipiell ist überall das Gleiche drin, ne? Also auch die Buchseiten sind gleich. Also auch da, ne? Nicht gleich, aber es ist immer die gleiche Anzahl drin. Genau. Die habe ich euch noch gepackt. Ja, ich packe die schnell noch mal weg, weil ich habe noch ein bisschen was Handmade, das ich euch zeigen möchte. So, ihr habt es gleich geschafft. Ich wollte euch nur noch meine Handmades, die auch mit in den Shop eingezogen sind, noch schnell mit zeigen. Und zwar habe ich diese wunderschönen Kugelschreiber hier gemacht. Das sind so Kugelschreiber-Rohlinge, kann man sich da bestellen. Das ist einfach hier der Rohling von dem Kugelschreiber selber. Hier ist dann ein Metallstab und hier oben habt ihr einfach zum Schrauben so eine kleine Verschlusskappe. Und dann könnt ihr euch hier diesen Zwischenraum eben, diese Stange, könnt ihr euch eben mit Perlen verzieren. Ich habe euch ein paar gemacht. Einmal diesen goldenen hier. Jeder Kugelschreiber schreibt schwarz. Also Schrift ist hier unten einfach zum Aufdrehen. Dann könnt ihr hier schreiben. Und hier oben hat jeder Kugelschreiber ein unterschiedliches Gebamsel dran, das eben so ein bisschen zur Farbwahl passt, meiner Ansicht nach. Ihr könnt auch ganz normal hier oben die Kappe wieder abdrehen und könnt euch das vielleicht selbst bestücken. Also wenn ihr sagt, euch gefallen die Perlen, weil ihr damit was arbeiten wolltet, hab aber selber Perlen und möchte mir den Stift selber nochmal gestalten. Schraubt euch einfach hier oben dann die Kappe ab, ist ein Drehverschluss und gestaltet das selber. Ihr müsst nur aufpassen, dieser Stab in der Mitte ist relativ dick, also ihr braucht Perlen, die mindestens ein Fädelloch von 2 mm haben, aber dann ist das gar kein Problem, dann könnt ihr euch den immer wieder umgestalten, so wie ihr das möchtet. Ich gebe es eben jetzt so mal vor. Wir haben einmal diesen goldenen mit diesem Schmetterling und mit diesem Blatt hier am Gebamsel. Der hier zieht in den Shop ein oder ist schon eingezogen. Wenn ihr das Video seht, ist schon alles im Shop drin. Hier haben wir einen, der ist aus Kunststoff, der hat hier nur so, ne, sieht man das hier so, die Maserung, die Holzmaserung, aber ich habe es jetzt hier mit so ein bisschen Holzperlen, Blümchenperlen verziert und auch an dem Gebamsel hängt ein kleiner Blümchencharm. Auch der ist ganz normal, ne, mit hier Drehverschluss und dann wieder zurück, dann ist der zu. Also dieser bräunliche. Dann haben wir hier einen in Bordeaux-Rot, der ist ein bisschen schlichter, eher verziert oben von den Perlen, eher mal so ein bisschen gleichmäßiger, symmetrischer. Da hängt so ein kleines Herzchen dran, so ein kleines geflügeltes Herzchen. Hier haben wir einen blauen. Zu blau passt halt für mich immer maritim ganz gut. Da hängt so ein kleiner Anker und so eine kleine Mermaid mit unten dran. Ne? Vielleicht, also vielleicht jetzt nichts für den Mann mit der großen Glitzerperle hier. Ne? Und vielleicht jetzt nichts für den Mann, aber also der blaue zieht mit ein. Dann haben wir hier einen silberweißen, sage ich jetzt mal. Also ich wusste jetzt nicht so ganz genau, ob der Rohling eher silberfarben oder weiß ist. Von dem her habe ich einfach beide Farben in der Perlenverzierung mit aufgenommen. Da hängt hier so eine kleine Sternschnuppe und so ein kleiner Mond mit dran. Wie schon gesagt, aber ihr könnt euch den ja so gestalten, wie ihr wollt. Und hier haben wir einen kleinen lilanen, da hängen 2 Krönchen mit dran, mit diesen riesigen Glitzerstrassperlchen. Finde ich super, passt richtig schön dazu. Genau. Also, die habe ich noch für euch gemacht. Ne? Also, das findet ihr in der Rubrik Handmade. Und dann zeige ich euch jetzt noch mal was zum Thema Junk Journal. Und zwar ist es ja für die Junk Journaler immer ein einfaches, ein Journal zu machen und dann Gebamsel oben ran zu machen. Ich glaube, es wird landläufig Dingeldangel genannt. Ich habe mir es aber mal andersrum einfallen lassen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Dingeldangel und hängt dann ein kleines Junk Journal ran. Fand ich die Idee mal mega. Guckt mal. Und zwar bekommt ihr kennt ja diese Klammern, vielleicht wer das letzte Weihnachtsupdate mitgemacht hat, Shop-Update mitgemacht hat, kennt diese Klämmerchen. Die hatte ich verziert, also hatte auch was rangebamselt und habe gesagt, nehmt das doch einfach und klemmert euch das an die Geschenke, ne? Also so einfach als Goodie an einem kleinen Geschenk noch so ein Gebamsel mit dran, sieht doch immer ganz nett aus. Und jetzt habe ich eben etwas größere Chunky Gebamsel gemacht, also keine Chunky Charms, aber so Gebamsel. Habe hier
immer passend in passenden Farben so kleine Stoffscraps genommen und habe sie eben hier mit Bandklemmen an dieser Klammer befestigt und habe immer noch so einen Metall, also eine Metallkette, also einen Strang, Perlenstrang mit angehängt. Hier in dem Fall sind es eben hier diese super schönen Glasperlen, diese super schöne dieses Glasblümchen und ein paar Vögelchen, ne? Hier so ein kleines Vogelhäuschen noch mit dran. Und jetzt nehmen wir diese Klammer einfach und hängen uns unten dran so ein kleines Junk Journal. Guck mal. Also das sind wirklich so kleine von mir zusammengestellte Junk Journals. Komplett unverziert. Ihr könnt euch da komplett noch drin austoben. Sind ganz normal hier mit der Dreilochbindung, also genäht, ne, von mir. Und da könnt ihr euch jetzt als einfach austoben und könnt sagen, hey, ich habe hier so ein kleines Mini-Junk-Journal. Ich nehme mir das einfach, also gedacht war es einfach so, dass ich mir das an die Handtasche ranbamsel und habe hier so ein kleines Notizheftchen dazu dabei. Ne? Also ist einfach mal was anderes. Diese Klammern sind wirklich fest, also das, ne, sind wirklich gute Metallklammern, die halten dieses Journal, also klar, wenn ich dran rumziehe, aber prinzipiell hält das wirklich gut fest. Und dann habt ihr hier so ein kleines Journal am Dingeldangel und nicht andersrum kein Dingeldangel am Journal. Ich fand die Idee mega. Ich werde davon auch auf jeden Fall noch welche machen. Und habe euch dann passend zu jedem Journal, das hole ich jetzt nur hier bei dem einfach mal raus, habe ich euch so ein paar Scraps noch mit eingepackt. Also einfach, dass ihr sagen könnt, ne, immer auch einen bunten, dass ihr eben die Farbe wieder so ein bisschen durchziehen könnt, habe ich euch hier so ein paar kleine Scraps zum Weiterverzieren, Collagen machen, Tags machen, was auch immer, wie ihr auch immer euer Journal gestalten wollt, packe ich euch natürlich auch noch mit ein. Das wandert jetzt auch in den Shop oder ist schon im Shop. Und zwar habe ich einmal hier dieses Grüne. Dann habe ich hier ein rosanes, also das ist eher so rosa-gelbtöne sind das alles. Da ist der Stoffscrap ein bisschen länger. Habe das alles mal mit Silber gemacht. Auch die Klammer hier unten ist Silber. Und das kleine Journal hat sogar noch hier so einen kleinen Scrap als Verschluss. Das könnt ihr dann vielleicht auch, wenn ihr sagt, brauche ich nicht, die Klammer hält das ja gut zu, könnt ihr diesen kleinen Stoffscrap auch noch verwenden, um vielleicht im Journal nochmal aktiv zu werden. Und dann habt ihr hier oben am Gebamsel bei dem rosanen kleine Elfen und kleine Feen. Also keine Elfen sind es ja nicht, Feen sind es, ne? Also hier so diese kleinen Feen, hier ist so ein kleiner Mond, alles mit Blümchen, alles so in gelb-rosa gehalten. Das bekommt ihr. Und natürlich auch die passenden Scraps, die lasse ich jetzt in der Verpackung drin. Die sind immer gleich, beziehungsweise es ändert sich nur die Farbe. Also der farbige Scrap passt halt dann immer zum Journal dazu, ne? Das haben wir. Dann ist das hier mein allerliebstes Lieblings-Gebamsel-Dingeldangel. Ich weiß gar noch nicht, wie ich es nenne. Mini-Chunk-Journal-Dingeldangel-Ding. Keine Ahnung. Schaut mal im Shop nach. Das ist also mein Favorite. Haben wir hier in Blau, ne? Das Journal auch wieder. Also ich glaube, die Seitenanzahl ist immer gleich. Das haben wir hier mit einer goldenen Klammer verschlossen. Und dann ist hier so eine etwas grobgliedrigere Kette dran. Ich finde die super geil. Und habe euch hier aus Jeansstoff, also ne, aus einer alten Jeans tatsächlich, noch ein paar Tassels selbst gemacht und mit rangebamselt. Und dann sind hier einfach Schmetterlinge und diese wunderschönen, wie heißen sie denn? Perlmutt-Nuggets. Bis ich da jetzt drauf gekommen bin. So Perlmutt-Nuggets mit dran und einfach goldene Metallcharms mit dran gehängt. Ich liebe den. Also das ist echt mein allerliebstes Lieblings. Mini-Chunk-Journal-Dingel-Dangel. Vielleicht so unter dem Motto. Dann haben wir hier noch ein lilanes, also mit lila Verzierungen und hier diesen lilanen Stoff. Ich fand eigentlich, anfangs habe ich gedacht, na, das passt ja überhaupt nicht zusammen hier, dieses lila Papier mit diesen Zacken drauf und dann eben hier kariert, aber mittlerweile finde ich es echt richtig cool. Das hat hier so goldene Einschlüsse mit auf dem Papier, von dem her ist das Dingeldangel Gebamselzeug eben auch in Gold. Hier habt ihr kleine Schlösser und kleine Schlüsselchen dran und diese wunderschönen lilanen Glasperlen dann einfach habe ich da mit dran gebamselt. Also einmal in lila bekommt ihr es noch oder könnt ihr es noch bekommen. Und dann habe ich hier noch ein krass pinkes, also ne, eher, wenn man jetzt sich das mal anschaut, ist das eher rosa, aber hier ist noch so ein krass pinkes. Das bimmelt dann auch noch richtig schön, da habe ich kleine Glöckchen mit rangehängt, auch hier wieder mit einem Stoffscrap verschlossen, mit einer goldenen Klammer eben angebamselt und da sind kleine Schmetterlinge und eben auch kleine Blümchen und Charms und Glöckchen mit dran am Dingeldangel Gebimsel Bamsel. Ja. Genau, und hier dann eben, ne, mit der
Klammer verschlossen. Von den Journals ist es alles relativ gleich. Vom Aufbau sind vielleicht die Seiten mal ein bisschen anders angeordnet, aber das hier ist eben das pinke Teilchen. Das hier ist was, wo ich sage, ey, das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr machen. Und um euch jetzt mal zu zeigen, wie ihr am leichtesten darauf aufmerksam werdet, wenn eben sowas Neues entstanden ist, drehe ich jetzt die Kamera ganz kurz nochmal, beziehungsweise mache mal noch einen ganz kurzen Zusammenschnitt. Zeige ich euch jetzt nochmal, was sich im Shop noch geändert hat. Wir sind nämlich mit den Produkten sind wir durch, aber ich komme gleich nochmal wieder. Also für euch jetzt. Einfach weiter gucken. So, und dann würde ich sagen, zeige ich euch den neuen Shop mal. Also der Shop ist ja der alte geblieben. Das heißt, hier oben die Webadresse ist genau die gleiche. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo euer Lesezeichen bzw. euren Link hingelegt habt, dann kommt ihr da ganz normal drüber weiter in den Shop. Ihr habt hier oben am oberen Rand ganz normal wieder die Kategorien. Kleiner Tipp, schaut euch den Sale mal an. Da ist einiges reingewandert von eben den alten Perlenmischungen. Da habe ich euch ganz viele Streichpreise hinterlegt und auch ein paar Handmades sind hier im Sale noch mit drin. Es gibt jetzt, also ganz normal, ich will gar nicht weiter auf die Kategorien jetzt eingehen. Hier auf der Startseite seht ihr eben, was ich euch in dem Moment zu sagen habe. Ich will jetzt gar nicht weiter groß in die Kategorien reinschauen. Ihr habt ganz normal Handmade with Love, Perlenmischungen, Wundertüten. In den Wundertüten findet ihr unter anderem auch die Lünettenmixe, sind auch mit in den Wundertüten momentan drin. Dann habt ihr den Sale eben, schaut da mal rein. Und dann gibt es hier zwei neue Kategorien, einmal Junk Journal und einmal den Blog. Im Junk Journal findet ihr momentan eben diese kleinen Mini-Dingel-Dangel-Dinger und eben die Wundertüten unter anderem auch noch. Diese Kategorie soll aber in der nächsten Zeit ein bisschen mehr gefüllt werden noch. Und wir schauen uns ganz kurz den Blog mal an. Das ist eben das Neue. Im Blog versuche ich eben jetzt immer einen Post mitzumachen für alle Videos, die eben neu kommen. Also wenn ein neues Video erscheint, soll auch immer ein Blogbeitrag so ein bisschen sein, also ein bisschen entstehen. Und ja, da ist momentan schon ein bisschen was los. Schaut einfach selber mal durch. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit runter. Übers Kontaktformular könnt ihr mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt eben über die E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox angegeben ist. Was sich auch noch getan hat, schaut doch einfach mal, ob ihr irgendwo auf irgendeiner Seite eventuell ein Easter Egg findet. Also ich habe ein Easter Egg versteckt. Das kann nochmal so eine kleine für alle, die eben eine Bestellung aufgeben und abschicken, kann das nochmal so ein kleines Goodie geben. Also irgendwo auf dieser Seite ist ein Easter Egg versteckt. Nur mal so. Ja, das ist eben jetzt die neue Aufmachung. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja auch auf YouTube schon gesehen. Auch auf YouTube zieht sich das neue Design so ein bisschen durch. Also wir haben auch hier eben einen neuen Header und ein neues Logo. Also wenn ihr das schwarze alte Logo noch sucht, ich bin immer noch die gleiche. Es ist immer noch der gleiche Kanal. Nur das Logo hat sich eben hier ein bisschen geändert. Und ihr kommt hier direkt auf meine Angaben. Habe ich euch die Links mit eingefügt oben im Header. Ihr kommt direkt auf meine Angaben übers Impressum. Der zweite Link ist der Shop. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr direkt im Shop unter. Und hier kommt ihr direkt auf den Blog. Auf Instagram bin ich momentan ein bisschen ruhiger, aber auch das soll sich irgendwann wieder ändern. Also hier würdet ihr direkt auf Instagram kommen. Ja, das war's schon dazu. Also das neue Design eben vom Shop wollte ich euch hier kurz zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da vielleicht einen Kommentar da lasst, wie euch das jetzt gefällt, wie euch die Aufmachung gefällt. Ich denke, sie ist ein bisschen übersichtlicher und ein bisschen strukturierter und eben auch ein bisschen heller und fröhlicher als das alte Schwarz. Mir gefällt es richtig gut, sonst hätte ich es ja wahrscheinlich auch anders gemacht. So, das war es dann auch schon jetzt von mir. Lange genug gequatscht. Ich hoffe, euch gefällt das neue Design von der Homepage. Bitte schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr euch was aufgefallen ist, was man einfach noch verbessern kann. Schreibt mir gerne einen Kommentar in die Einen Kommentar in die Kommentare tatsächlich. Wenn euch was fehlt, beziehungsweise wenn ihr irgendetwas braucht, kontaktiert mich über das Kontaktformular, beziehungsweise unten in der Infobox steht bei jedem Video meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir einfach über die E-Mail-Adresse, die unten steht.
Ich finde, dass der Shop sich schon ein bisschen gewandelt hat. Das mit dem Blog, ich hoffe, das wird von euch so ein bisschen angenommen. Wie schon gesagt, wenn ein neuer Eintrag entsteht, ihr könnt natürlich relativ, also gerne jederzeit drüber gucken. Ich versuche zu jedem Video, zu jedem neuen Video auf jeden Fall einen Blogbeitrag zu schreiben. Und wenn eben so kleine Basteleien, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Journal mache, das nicht auf Reisen gehen sollte, oder wenn einfach eine neue Bastelei entsteht, dann bekommt ihr das über den Blog auch mit. Und da ist es für mich halt dann sehr einfach, dann einfach euch das als Produkt einfach noch mit zu hinterlegen. Gut, Leute, das war's schon. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was dabei. Die Wundertüten sind ja immer relativ schnell weg. Ich hoffe, jeder, der eine wollte, hat noch eine bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, schaut mal in den Shop vorbei, im Shop vorbei, im neuen Shop vorbei, im neuen Design vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Kopf hoch und Füße auf dem Boden. Bis bald. Macht's gut.